Hallo, ich bin Carsten in Dülm. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Ich bin heute mit meinem Neffen Noah unterwegs. Wir fahren jetzt gerade auf Hiddingsel zu. Ziel heute soll mal wieder der Campingplatz in Senden sein. Der eigentlich nicht so toll ist, aber für uns halt praktisch gelegen. Wir sind heute schon ein paar Kilometer gefahren. Eigentlich hatte ich nicht vor, ein Video zu machen, aber manchmal kommt es ja doch anders. Ich habe die Kamera auf jeden Fall dabei gehabt und naja. Ja, schauen wir mal, dass wir zum Campingplatz kommen und dann gucken wir mal, was wir heute so noch den Rest des Tages machen. Also jetzt sind wir hier zwischen Dülm und, wie gesagt, Hiddingsel unterwegs. Ist auch nicht mehr allzu weit bis Hiddingsel. Ja, irgendwie ist es schon komisch. Heute wie immer die Adresse von dem Campingplatz ins Garmin eingegeben und trotzdem hat er uns bis nach hier zumindest über eine andere Strecke geführt. Ich habe keine Ahnung warum, schon manchmal sonderbar. Alles gleich und dann doch wieder anders. Was aber nicht schlimm war, weil die Strecke, die wir heute gefahren sind, war eigentlich schöner. Aber irgendwie hatte ich da noch nicht die Kamera in der Hand. Naja, egal. Ja, hier der glatte Radweg. Oder relativ neu ist der auch noch an der Straße. Da fährst du schon ganz locker und entspannt. Aber dem ganzen Mais hier hast du gar keine Weitsicht, weil normalerweise kannst du hier morgens schon sehen, wer nachmittags zum Kaffee kommt. Ja, also auch durch Hiddingsel durch. Irgendwie heute ganz anders gefahren. Wunderlich, aber wie gesagt, nicht schlimm, solange die Strecke schön ist. Da ist die Kirche von Hiddingsel, die hätte ich mir gerne mal von innen angeschaut heute. Aber da sind wir gar nicht dran vorbeigekommen. Naja, egal. Wir haben jetzt Quartier bezogen auf dem Campingplatz. In der Radlerhütte, in der ich ja schon mal war. Ja, und jetzt, da wir so früh da waren, haben wir beschlossen, wir machen noch mal ein bisschen Sightseeing. Also ein bisschen Sightseeing will heißen, wir fahren jetzt zur Burg Fischering nach Lüdinghausen. Soll gar nicht so weit sein. Weiß nicht, 5 Kilometer oder sowas. Ja, lass es 10 sein, aber so viel glaube ich nicht. Ja, ist ganz nett da. Dann schauen wir mal, was da heute so los ist. Und da hinten, weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann,
fährt ein Schiff mitten über die Felder. Ja, ich glaube, das sieht man gar nicht. Nee, nicht wirklich. Ja, wir fahren jetzt hier zwischen der alten Fahrt und der neuen Fahrt des Dortmund-Ems-Kanals. Das Stück hier werden wir morgen auch auf dem Rückweg fahren. Naja, und dann schauen wir mal. Aber jetzt erstmal Richtung Lüdinghausen. Jetzt sind wir an der Burg Fischering angekommen. Hier ist natürlich wie immer mächtig was los. Eine der schönsten Wasserburgen im Münsterland. Wenn ihr mal hier in der Gegend seid, lohnt sich auf jeden Fall hier hinzugehen. Weil hier gibt es auch sehr leckeres Brot zu kaufen. Aber das nehmen wir aber jetzt heute nicht mit. Weil auf dem Campingplatz brauchen wir es jetzt nicht. Ich bin jetzt einmal um die Burg herum. Und dann denke ich mal, werden wir gleich mal einkaufen fahren. Ich zeige euch noch ein bisschen die Burg. Rein gehen wir jetzt nicht, weil meines Wissens geht es nur mit Führung. Führung ist gerade angefangen, also müssten wir auf die nächste eine Stunde warten. Deshalb gehen wir einfach weiter. Ja, und schon sind wir einmal rum. Ja, so viel zu sehen gibt es auch nicht. Ja, gibt schon eine Menge zu gucken, aber kommt ihr besser selber hin. Ja, und da im Hintergrund sieht man noch so die Reste von Burg Kackesbeck. Kackesbeck. Aber ist, glaube ich, privat, so wie es ausschaut. Und jetzt erstmal weiter nach Senden. Ja, Radeln im Münsterland macht echt Spaß. Muss ich immer wieder sagen. Hast hier nicht viele Steigungen. Und wenn, dann sind sie eigentlich recht harmlos. Und irgendwie ist es immer dasselbe, aber nee, falsch. Also hinter jeder Kurve ist doch irgendwie was anderes, aber trotzdem immer irgendwie Felder, Wälder. Macht schon Spaß. Hier machst du auf jeden Fall ganz schön Kilometer in einer Stunde. Und Noah, wie gefällt's dir? Sehr gut. Macht Spaß. Ja, jetzt waren wir noch eben Eis essen und einkaufen in Senden. Und ja, jetzt fahren wir langsam zum Platz zurück. Dann koche ich mir erstmal einen Kaffee. Und dann gehen wir irgendwann mal duschen. Und dann gibt es Abendbrot. Nichts Besonderes heute. Ich hau einfach nur ein paar Grillwürstchen in die Pfanne. Fertigen Kartoffelsalat, das war's. Muss dann reichen für heute. Da noch mal was zum Campingplatz. Ja, der liegt im Industriegebiet. Auch die
die Straße heißt auch direkt Industriestraße. Natürlich nicht sehr einladend, aber für ein, zwei Nächte finde ich den Platz eigentlich vollkommen in Ordnung. Da habe ich schon schlechtere Plätze erlebt. Und ist halt am Ende des Industriegebiets, aber Lärm habe ich da auch noch nie gehört. Und am Wochenende wird da auch nirgendwo gearbeitet. Ja, hier ist noch so eine Palettenfabrik, aber wie gesagt, die arbeiten am Wochenende nicht. Ja, und eine Autowerkstatt, aber da wird auch nicht gearbeitet. Von daher ist das ganz okay. Ja, für die Hütte. Ich mache da nachher nochmal eine Roomtour. Für den einen Raum, also für die Hütte zahlst du für zwei Leute 25 Euro. Vollkommen okay. Wenn du nicht im Zelt schlafen willst oder kannst. Ich hätte gerne im Zelt geschlafen, aber naja, wir wären eigentlich heute zu dritt gewesen. Nur da ist jemand krank geworden und naja, die Hütte war reserviert, also schlafe ich in der Hütte. Wir sehen uns gleich zur Roomtour. So, hier ist dann die Einfahrt zum Campingplatz Kranenkamp. Kranenkamp, nicht Kamp. Dann gibt es hier Minigolf und einen Griechen. So, wie versprochen, gibt es jetzt erstmal eine Roomtour. Also das ist unsere Hütte. Hier vorne mit kleiner Terrasse und Bank. Ja, und dann gibt es hier zwei Betten und noch zwei Matratzen für auf dem Boden. Das heißt, man könnte hier zu viert drin übernachten, wenn man will. Ja, und dann gibt es noch ein paar Tassen und einen Wasserkocher. So, drei Stühle und einen kleinen Tisch. Und jede Menge Steckdosen für die E-Bike-Fahrer. Obwohl, naja, die jede Menge Steckdosen sind, denke ich mal, eher für Handys gedacht. Weil, zeige ich euch auch noch, hier gibt es dann noch so einen kleinen Grillplatz. Und hier wäre dann die Fahrradgarage. Und hier gibt es eine E-Bike-Docking-Station. Ja, Kaffee getrunken mittlerweile. Ich denke mal, jetzt werden wir duschen gehen nacheinander. Und dann werden wir mal ein bisschen Abendbrot machen. Guten Morgen. Ja, Punkt 9 Uhr sind wir losgekommen. Für meine Verhältnisse recht spät. Ja, wollte ich mal gucken, dass ich heute eine andere Strecke zurückfahre. Ich habe zwar das Navi an, aber nur mal, um zu gucken, ob das Ding noch andere Ideen hat. Ich will jetzt also hier an der alten Fahrt entlang
zum Dortmund-Ems-Kanal fahren und dann denke ich mal Dortmund-Ems-Kanal bis kurz vor Olfen und dann da an der alten Fahrt entlang zum Dattelner Meer und dann Wesel-Datteln-Kanal nach Hause. Ja, Dortmund-Ems-Kanal ist natürlich nicht so spannend wie über Land zu fahren, macht aber trotzdem Spaß, weil man hier A, komplett ohne Verkehr fährt, außer ein paar Fußgänger mit Hunden oder so oder andere Radfahrer, und dadurch B, ordentlich Kilometer machen kann. Dafür geht es natürlich nur geradeaus. Aber irgendwas ist immer. Aber rechts und links gibt es ja auch noch ein bisschen Landschaft zum Anschauen. So ist es ja nicht. Hier bei Olfen ist die alte Fahrt so eine Parkanlage. Und da vorne ist der alte Olfener Hafen. Da ist jedes Jahr auch immer Hafenfest. Ist mehr was für Schlagerleute, nicht so für mich. Das hier ist, so finde ich, das schönste Stück von der alten Fahrt. Also hier hat sich die Natur schon ganz gut was wiedergeholt. So, und vor uns liegt jetzt das Dattelner Meer. So, von hier aus geht es dann jetzt nach rechts am Wesel-Dattel-Kanal weiter Richtung Wesel, beziehungsweise für uns Richtung Mahl.